Zu einer neuen Folge Lotus Simulator auf unserem Kanal. Wir sind heute hier auf der Stadt Nickern in der Buchenstraße. Wir fahren mit Linie 74 Richtung Mannheimer Chaussee. Ich bin diese Karte lange nicht abgefahren und ich habe auch gesehen, dass das letzte Update im November 2018 war. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Und was noch erstaunlich ist, die Tage ist eine Frist für diese alte Karte erschienen. Und das schauen wir uns einfach mal an heute. Ich habe heute dieses schöne, modernere Band ausgesucht. Mit abgedunkelten Scheiben. Ja, ich finde es schick. Sieht toll aus. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt habe. Und wir gehen mal in den Innenraum. Jo, schick. Ja. Genau, dann gehen wir mal vorne. Wir machen mal die Türen auf. Ich muss sagen, ich bin den GT6N auch schon längere Zeit nicht gefahren. Wir sind, glaube ich, mal einmal auf dem Kanal gefahren auf Diorama. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass ich die Karte schon mal offline gefahren, also von meiner YouTube-Zeit gefahren bin. Aber so. Haben seitdem auch nicht wieder. Ich fand die Karte damals interessant. Aber seitdem ist ja im Großen und Ganzen viel passiert. Das Spiel ist ja immer noch im Early Access, aber trotzdem ist ja einiges passiert. Es ist München rausgekommen, es ist Düsseldorf rausgekommen, es ist ja einiges rausgekommen seitdem. Und ich bin zu weit gefahren. Naja. Schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Ich finde die Haltestelle hier so eine Kurve. Fand ich schon damals richtig cool. Und ja, für damalige Verhältnisse war schon interessant gebaut. Es war ein dicht November. Ja, es war eine der ersten Karten, die rausgekommen sind. Ja, ich fand sie schon damals interessant und ich weiß nicht, ob das Projekt zu Ende war oder warum er nicht weitergebaut hat, ob das nur einfach diese Linie bauen wollte. Ich kann es euch nicht sagen. Aber und ihr seht hier bei diesen Nürnberger Fest werden die Haltestellen automatisch angesagt. Mei, oh mei, bin ich gerade vor ewigen Zeiten abgefahren. Also wirklich ewige Zeiten. Einfach ohne KI-Verkehr. Mann, das waren noch andere Zeiten im Simulator. Wenn hier noch KI-Verkehr fahren würde, auf diesen Straßen, wo wir uns haben und alles lästig fanden, ich glaube, das wäre echt der Traum. Ich glaube, das wäre echt der Traum, wenn das in dieses Zusammenhang hier fahren würden.
Also auch so wie auch von der kleinen Neustadt, wo wir auch in einer der letzten Folgen hatten, finde ich das auch toll einfach. Und ja, man sieht, wie schnell solche Karten einfach in Vergessen geraten, wenn da keine Updates kommen oder keine Informationen. Opa, wo bin ich jetzt gelandet? Hier. Jo, ist schade irgendwie. Aber der Entwickler hat das echt schon gut gemacht. Und damals gab es ja noch nicht so viele Objekte im Steam-Workshop und deswegen. Ich muss überlegen, wie lange das jetzt schon her ist. Direkt hinter der Kurve, ah ja, genau. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Karte. Wieder. Nee, es ist echt. Ich sag mal so interessant. Wenn man sich nochmal so alte Karten aber nochmal sich so anschaut. Ganz kleine Haltestelle hier. Die war echt. Die eine Haltestelle am Anfang nach der Buchenstraße, weiß ich gar nicht, wie die heißt. Die war ja richtig lang und die ist ja richtig kurz. Stimmt, und der wollte wahrscheinlich hier irgendwo noch weiterbauen, aber hat er wahrscheinlich nicht weitergebaut. Deswegen geht's nur hier links rum. Schade, weil ich fand eigentlich die Karte damals richtig toll und auch andere fanden die ja richtig toll und. Nächste Haltestelle, Staffeler Straße. Jo. Hier ist noch richtig Dampf. Und hier geht's bergauf. Machen wir jetzt noch Zeit in dem Lotus-Simulator. Jo, es war halt noch ganz anders damals. Es sind so tolle Karten erschienen, dass man sich die alten nicht mehr so wirklich angeschaut hat. Ich finde ja auch die hier mit den LED-Lichtern. Ich mach mal. Warte mal kurz, wir haben halt. Einfach mal ein bisschen kleiner mache, seht ihr, dann ist es niedriger und machen wir nochmal einmal so. Seht ihr, wie sich das verändert? Deswegen habe ich voll auf. Deswegen habe ich hier voll auf Fernlicht, damit ihr mal seht, wie krass das ist.
Wir müssen die Endstation kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Nächste Haltestelle, Wilhelm-Pieck-Straße, Bürogebäude. Das noch nicht. Ich dachte, da ich jetzt gesehen habe, dass es im Steamship die Ansagen gibt zu der Strecke. Und so wie es verstanden hat, hat es jemand anders gemacht, nicht der Entwickler, denn einer, der gesagt hat, dass die Strecke schön ist und ohne Ansage macht es nicht so richtig Spaß. Deswegen glaube ich einfach, dass nicht der Entwickler, sondern jemand anders die Ansagen macht. Kann man aber nachschauen. Mach ich an der Endstation. Ich schaue an der Endstation nach. Dann sehen wir es gleich. Oder ich sehe es. Und ihr seht ein loses Bildschirm. Ich glaube, jetzt ist die Endstation. Nächste Haltestelle, Mannheimer Chaussee. Fahrende. Bitte hier aussteigen. Ihr habt nichts gesehen. Nächste Haltestelle, Mannheimer Chaussee. Fahrende. Bitte hier aussteigen. Jetzt passt's. Nächste Haltestelle, Mannheimer Chaussee. Fahrende. Nächste Haltestelle, Mannheimer Chaussee. Fahrende. Bitte hier aussteigen. Ja, okay, es passt. Keine Ahnung, die Antwort nachschauen. Ich sehe natürlich mein Bildschirm. Wir müssen erst bei 13 Minuten. Wir fahren auf alle Fälle nochmal zurück. Das. Ah, jetzt bin ich eigentlich verflickt. Ich wollte. Warte es mal kurz. Ja, doch jetzt, okay. Jetzt hat mir die Stimme an, das war irgendwie gerade weg, irgendwie. Komisch, komisch. Wir schauen jetzt mal ein neuestes. Erstes. Genau, diesen erschienen. 16. August, also am Sonntag. Und ja, die Folge kommt am Mittwoch und nehmen sie am Montag auf, am Weg mit der Mittwoch. Die Folge von AJ-057. Und statt Nikon wurde
2021 wurde die gemacht. Okay, interessant. Und ich kann euch mal vorlesen kurz. Also, Lebedig 21 hat die Karte gemacht und AJ 0507 hat die Fisch gemacht. Diese sind die Ansagen für die Map Stadt Nickern. Mit Ansagen von ich nenne sie Stefanie Schneider. Ich habe eine Fischdatei für diese Karte gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es für diese Karte noch keine gibt. Und ohne eine Fisch ist macht es überhaupt keinen Spaß, auf einer Map zu fahren. Filiennummer und die Haltestelle will Brandplatz und Wilhelm Pick Straße Bürogebäude habe ich mir selbst ausgedacht, weil diese beiden Haltestellen keine Haltestellen-Schild haben. Falls ihr Fehler in dieser Fischdatei findet, dann schreibt sie mir bitte in die Fehlerliste. Falls ihr noch Wünsche zur Fischdatei habt, kann auch mit Ansagen sein, aber nur von Linkotech oder von Stefanie Schneider, dann schreibt sie mir gerne in den Kommentaren und jetzt viel Spaß beim Fahren auf der Map Stadt Nickern. Gut. In der Fehlerliste steht noch nichts dran. Gut, das ist interessant. Das plötzlich nach fast 2 Jahren, wo die Map besteht, dass da plötzlich eine Fischdatei entsteht. Wir machen jetzt keine Ansage mehr. Nächste Haltestelle, Wilhelm Pieck Straße, Bürogebäude. Keine Ahnung, warum es jetzt bis nicht abgespielt hat. Erst lobt man das Ibis-Gerät und dann lässt es einen im Stich. Das habe ich gern. Nächste Haltestelle. Habe ich nicht so schlimm. Das habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Muss ich ehrlich sagen. Ich zeige euch auch gleich, was ich meine. Weißt du, eine andere, was ich gerade gar nicht, was ich meine, aber das zeige ich euch. Hier steht jetzt Straße des 17. Juni. Und hier Stifeler Straße. Warum man eine Haltestelle auf der einen Seite mit den Einnahmen macht und auf der anderen Seite den anderen Namen macht, sorry, das verstehe ich einfach nicht.
Wenn es jemand von euch versteht, kann es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Aber ich verstehe es nicht. Ich finde die Lichter hier auch richtig toll. Komisch. Nächste Haltestelle, Willy-Brandt-Platz. Jetzt machst du es auf einmal wieder. Ich wollte ein bisschen dratzeln, würde ich mal sagen. Ich muss die kurz Zwangshalt machen, weil sonst hätte ich das nicht geschafft, die Haltestelle. Gut, machen wir weiter. Ich bin gespannt, was das bis jetzt macht, ob es noch eine Haltestelle gibt oder nicht. Oh, ich sitze hier. Ja, macht er. Nächste Haltestelle, Marienplatz. Lass mal die nicht vorhandenen Fahrgäste einsteigen und fahren wir jetzt weiter. Bitte zurückbleiben. Das ist gerade. Die Fahrgäste können noch einmal aussteigen. Nächste Haltestelle, Karlsplatz. Das ist mir erschreckt. Ich habe mich auf die Ampel konzentriert. Das ist nicht die Erschreckung, wo plötzlich die Anzeige kam. Nächste Haltestelle, Vera-Stauffenberg-Straße. Nee. Kreisplatz, muss man jetzt sagen. Okay, da geht's auch. Ja, Kreisplatz. Hätte Frage ist, bitte vorsichtig beim einen Ausstieg in der ersten Tür. Na gut, dass jetzt hier gar kein Rollstuhlfahrer an der Haltestelle steht, weil sonst müsste ich zurücksetzen. Weil ich so. Kommt rein, ob es eine kleine oder große Rolle ist, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich finde, die Ecke finde ich echt schick gemacht, ganz ehrlich. So. Gibt es nach meinen Einbußen noch oder regiert es nicht mehr? Nächste Haltestelle, Vera-Stauffenberg-Straße. Durch die Innenstadt natürlich nicht ganz so schnell fahren. Also hier mit KI verkehrt, das wäre echt traumhaft. Wenn ich mal so sagen darf. Wenn nur noch viel KI-Verkehr wäre, man müsste sich echt gedulden.
Das würde mir echt gefallen. Ja, nur einfach zu fahren, wäre ich einfach die Falten zu kurz gewesen. Und es wäre ja auch schade. Hier vorm Haus. Ich finde auch hier so wie es gebaut ist, finde ich einfach toll. Finde ich toll, so wie es hier gebaut ist. Muss ich echt sagen, man fährt hier direkt an den Häusern vorbei. Wow. Ich bin damals auch, wo sie erschienen ist, auch öfters die Straße LED abgefallen, weil ich es einfach toll fand. Die Karte. Hat mir einfach gefallen. Damals. Gefällt mir auch heute noch, keine Frage. Aber ist einfach in Vergessenheit geraten. Und schade. Und deswegen dachte ich, wenn schon der Fisch erscheint, ja dann sollten wir sie auch nutzen. Nächste Haltestelle, Hofenstraße. Fahrtende. Bitte hier aussteigen. Hier, wo wir dann die Fahrbahn kreuzen. Schön toll gemacht. Keine Frage. Und hier mit den beiden Bahnsteigen. Hier rein, dann sieht ihr auch noch das zweite Gleis. Gut, wenn man alle Türen auf, dass es ein bisschen durchlüftet wird. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen auf der Karte Stadt Nickern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Über ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Servus, euer Andi.